Hallo liebe Fans der Fußballecke, seit langem mal wieder was von mir hier aus meinem Fußballeckenkeller. Ja, um was geht es im heutigen Video? Im Prinzip geht es um das Thema, was wir letztes Mal auch schon hatten und was auch immer wieder aufkocht. Was passiert mit der aktuellen Saison? Dann gibt es natürlich Neuigkeiten, es darf wieder trainiert werden. Und ja, am Ende dann noch eine kleine Bitte von mir. Und ja, fangen wir mit dem aktuellen Thema an. Die sozialen Medien hier überschlagen sich. Immer mehr Verbände brechen die Saison sofort ab mit Aufsteigern, aber keinen Absteigern. Unser NFV hat bei Facebook oder Instagram, es gibt halt vier Varianten, die jetzt auf einmal zur Auswahl stehen. Ein außerordentlicher Verbandstag soll, ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich Mist erzähle, im Juni stattfinden. Ja, ich habe mittlerweile schon mit einigen Leuten gesprochen und es stellt sich halt die Frage, warum man überhaupt erst eine Abstimmung macht, wenn man nachher im Prinzip gar nicht auf diese Abstimmung eingeht. Das Ergebnis war nicht nur hier, sondern also nicht nur im Heidekreis, sondern in allen Kreisen recht deutlich für einen Saisonabbruch. Was mich persönlich natürlich, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, tatsächlich auch wundert, weil für mich gibt es auch heute immer noch nun im Prinzip nur eine Lösung und das ist die Saison zu Ende spielen. Denn ich sage es immer noch, wer garantiert mir, dass wenn ich jetzt die aktuelle Saison abbreche und im September, August, September mit der neuen anfangen will, dass wir dort nicht die zweite Welle haben und auch diese Saison dann verschoben wird oder eventuell nicht komplett stattfinden kann oder. Ich finde es da immer noch besser, dass man halt versucht, auf Biegen und Brechen diese Saison zu Ende zu führen. Regularien mit Wechselfristen, bla bla bla, hin und her, muss der NFV dann dort irgendwie in den Griff bekommen. Wie gesagt, das zählt halt nur für den Herrenbereich. Das im Jugendbereich, dass es da natürlich Probleme gibt mit den Altersgrenzen und dem Aufstieg in die höhere Jugend, ist mir klar. Ich rede hier nur über den Herrenbereich und da bin ich der Meinung, muss man diese Saison, egal ob erste, zweite Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga, muss man sie rigoros zu Ende führen, egal ob sie im Juni 2021 endet, denn alles andere, glaube ich, wäre ein Riesendurcheinander und ja, ich bin und bleibe bei der Meinung, dass Mannschaften, die nach 20 Spieltagen 7 Punkte haben, nicht mehr in dieser Liga spielen sollen nächstes Jahr, sondern dass die halt absteigen, dann vielleicht einen Neuanfang starten oder. Aber, wie ihr es schon hört, oder. Viele Ungereimtheiten, egal in welcher Variante, egal in welcher Position. Und ich bin auch ganz ehrlich, und da kann ich dann auch wieder meinen Hut vorziehen. Oder die Leute tun mir leid, die da halt Entscheidungen treffen müssen. Denn ich denke, egal welche Entscheidung man trifft, es wird Klagen geben, meckern, die Leute sind unzufrieden, Vereine sind unzufrieden. Nichtsdestotrotz gehen wir mal kurz auf die vier Varianten ein, die es jetzt ja, gibt. Der NFV schreibt das hier auf der Instagram-Seite. Die Varianten im Einzelnen, Variante 1, Saisonabbruch 2019-20 mit Auf- und Absteigern nach Quotientenregelungen. Ne? Der Quotient ist das Ergebnis der erreichten Punkte geteilt durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele. Finde ich rein theoretisch, wenn nicht weitergespielt wird, tatsächlich als eine gute Lösung, weil die Mannschaften, egal ob oben oder unten, das, was sie bis heute erreicht haben, haben sie erreicht, weil sie halt in dieser Zeit so gespielt haben. Die einen gut, die anderen weniger gut. Und wenn man das durch die gespielten Spiele teilt, denke ich, kommt man da auf ein Ergebnis, mit dem sicherlich nicht alle zufrieden sind, aber wo man zumindest eine einheitliche Regelung hat. Variante 2 ist Saisonabbruch nach Quotientenregelung mit Aufstieg, aber ohne Abstieg. Habe ich gerade schon was zu gesagt. Ich finde, dass die Mannschaften für die Leistung belohnt werden sollen, sowohl oben als auch unten. Variante 3, Saisonabbruch durch Annullierung, kein Auf- und Abstieg. Wäre tatsächlich, wie gesagt, immer mit dem Blick auf die Saison mit weitergespielt, die zweite Möglichkeit. Das heißt also für mich Variante 1 und Variante 3. Ich weiß, dass das eine Menge Probleme bringen wird bei Mannschaften, nicht unbedingt in der ersten Kreisklasse oder in der Kreisliga, aber halt weiter oben. Wenn da Mannschaften eine Bombensaison spielen und für die Liga höher planen, dann ist da sicherlich auch eine Menge ja, Personal mit bedacht, auch eine Menge Kohle, denke ich, die da eine Rolle spielt. Und wenn man denn natürlich nicht aufsteigen kann, ist das eventuell für den einen oder anderen Verein natürlich nicht so einfach aufzufangen. Oder für den einen oder anderen Spieler, der jetzt sagt, okay, ich spiele nächstes Jahr Landesliga beispielsweise und der Verein steigt dann doch nicht auf, ist schwierig. Aber im Endeffekt für alle Mannschaften dann dasselbe Problem oder dieselbe Strafe in Anführungszeichen. Ne? Ja, und dann kommen wir auch zu Variante 4.
Fortsetzung des Spielbetriebs 1920. Habe ich gerade eben schon erzählt. Da frage ich mich, warum macht man erst eine große Abstimmung, wo der Großteil, wirklich der ganz, ganz, ganz große Großteil für einen Abbruch ist und nimmt dann die Variante 4 doch wieder mit rein. Ich habe mit einigen Leuten schon geschrieben, ich hatte mit einigen Leuten Kontakt von verschiedenen Vereinen im Heidekreis. Das riecht halt auch so ein bisschen danach und ich hoffe, der NFV nimmt mir das nicht böse. Das riecht tatsächlich so ein bisschen danach, oh, mit der Abstimmung oder mit dem Ergebnis der Abstimmung haben wir nicht gerechnet. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Komm, wir nehmen die Variante einfach nochmal mit rein. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird das nächste Mal für eine Fortführung gestimmt. Also Variante 4 verstehe ich und viele andere Leute nicht. Ja, Schleswig-Holstein und ich glaube Baden-Württemberg haben schon für einen Saisonabbruch mit nur einem oder mit Aufsteiger ohne Absteiger gestimmt. Am Verbandstag, denke ich, wird sich das denn entscheiden. Und damit, denke ich, haben wir auch genug zu diesem Thema gesagt. Jeder hat da seine eigene Meinung. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Jeder denkt im Verein vielleicht auch anders. Wollen wir gar nicht drüber streiten. Und meine Meinung kennt ihr mittlerweile. Ihr könnt mir ja gerne nochmal die Leute, die es beim ersten Video nicht gemacht haben, nochmal unter das Video posten, was ihr jetzt von dieser nächsten Variante haltet, also diese von diesem nächsten Schritt mit den 4 Varianten und dem Verbandstag so erst spät im Juni und ja, ich denke aber, dass viele der Meinung sein werden, dass diese Abstimmung, die vorher stattgefunden hat, der größte Humbug war. Eventuell wäre es einfacher gewesen, dass der NFV sagt, pass auf, wir setzen uns zusammen, NFV intern, diskutieren eine Lösung, präsentieren den Vereinen eine Lösung, mit denen alle leben müssen. So hätte der NFV abgestimmt und nicht so ein riesen Kuddelmuddel. Viele Köche verderben den Brei, heiß oder hieß es ja früher immer. Gut, wir warten ab, was passiert. Kommen wir zum nächsten Thema, es darf wieder trainiert werden. Gestern unsere ersten Herren tatsächlich das erste Training am Munsterweg, natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, eine begrenzte Anzahl an Spielern, Abstand halten, keine Wettkampfsituationen simulieren, das heißt keine Trainingsspielchen. Ja, Zuschauer dürfen nicht dabei sein, deswegen habe ich mich gestern einfach mal als mittrainierende Person in den Kader eingeschlichen und ja, zum einen war es natürlich wieder richtig geil, die Jungs mal wiederzusehen. Man konnte als Trainer, ich denke, Ronny hat das auch gemacht, so einen kleinen Eindruck gewinnen, wer hat was gemacht, wer hat nichts gemacht. Und ich denke zumindest die, die gestern beim Training waren, beim PSV Wietzendorf, die haben alle was gemacht. Denn bis auf ich hat da keiner gehechelt und musste aufpassen, dass er sich nicht auf die heraushängende Zunge tritt. Torschussübung gemacht, Pässe schlagen, Flugbälle schlagen, ja, alles eigentlich mit dem Ball, weil ich denke, jetzt kommen wir zu dem größten Problem dieser ganzen Sache, wenn man jetzt anfängt zu trainieren. Keiner weiß, wann geht es weiter. Wann sind die ersten Spiele, wann darf man wieder Testspiele machen und, und. Ist natürlich schwierig als Trainer, da die Mannschaft bei Laune zu halten und ja, einen regelmäßigen Trainingsbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Auch da würde mich mal interessieren, liebe Trainer aus dem Heidekreis, Zeller Landkreis, Harburger Landkreis, eigentlich egal, wo ihr trainiert. Schreibt mir bitte unter das Video in die Kommentare mal rein, wie ihr das handhabt. Trainiert ihr? Wartet ihr noch ein paar Wochen? Wenn ihr trainiert, was macht ihr? Wie trainiert ihr? Und auf was legt ihr jetzt momentan so ein bisschen Wert im Training? Ich habe es gestern so gemerkt, dass die Jungspunde, wenn es dann mal hieß, so ja, ihr geht auf die rechte Seite mit dem rechten Fuß flanken, dann geht ihr auf die linke Seite mit links flanken, dass sich die Jungspunde immer irgendwie von der Seite des schwächeren Fußes gedrückt haben. Vielleicht kann man ja in dieser Zeit auch einfach mal schwerpunktmäßig darauf trainieren, dass die Jungs, gerade die Jüngeren, ja, beidfüßig werden. Meine Idee, tut mir wirklich den Gefallen und das macht wirklich auch bitte mal und nicht immer nur die Videos gucken, sondern kommentiert auch mal ein bisschen, weil so helft ihr mir auch in dieser Zeit so ein bisschen weiter, um ein bisschen Reichweite zu erreichen. Denn ich kann halt auch nicht über Fußball berichten, es gibt nichts Fußball, ich kann immer nur über die Situation beim NFV mit euch diskutieren. Ich brauche Kommentare und ich brauche halt Reichweite in meinen Beiträgen, damit die Fußballecke nicht ganz untergeht. Und ja, schreibt mir das unten in die Kommentare. Trainiert ihr schon? Wann trainiert ihr? Wie trainiert ihr? Oder diejenigen, die noch nicht trainieren, wann gedenkt ihr einzusteigen? Ist halt ein bisschen schwierig für die Trainer, weil mit Abstand halten, du kannst keine Zweikämpfe üben und. Für mich natürlich der richtige Sport. Ne? Fußball ohne Körperkontakt habe ich jahrelang fabriziert. Ja, kommen wir zu meiner kleinen Bitte. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsunternehmen, was hier irgendwelche Hilfen vom Staat beantragen will, kann, darf, muss ich auch gar nicht.
Aber ich brauche natürlich auch Hilfe, denn ist halt ein bisschen tot rund um die Fußballecke. Meine Homepage www.die-fußballecke.de ist tatsächlich immer noch richtig gut besucht. Das Interview von Hartmut Mattfeld vom Trainer vom TSV Etzdorf ist richtig gut angekommen. Es werden demnächst natürlich noch weitere Interviews folgen. Und ja, schaut ruhig mal vorbei bei mir. Instagram, YouTube, ganz wichtig, YouTube und Facebook. YouTube ist deshalb wichtig, weil ich halt, ich hatte es damals schon mal gesagt, meine Wiedergabezeit schaffen muss, um irgendwann meine Videos zu monetarisieren. Wenn jetzt natürlich in den nächsten 6, 7 Monaten da kaum Klicks raufkommen, verfallen natürlich meine Wiedergabestunden und ich muss wieder von vorne anfangen. Und deswegen meine kleine Bitte an euch, schaut euch doch, wenn ihr Gelegenheit habt, in der Mittagspause, auf dem Pott, abends auf dem Sofa oder, einfach mal ein, zwei Videos von mir an, dass wir da wieder ein bisschen Reichweite oder Wiedergabezeit schaffen. Und ja, so schaffe ich es denn auch zu überleben. Und das ist meine Bitte an euch. Und jetzt bin ich gefreut auf eure Kommentare unten, was ihr meint, wie es weitergeht. Was haltet ihr von diesen neu aufgestellten 4 Varianten? Wie trainiert ihr? Wann trainiert ihr? Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit dem nächsten Video irgendwann in den Tagen. Bis dahin. Ciao.